Hallo meine Lieben, das ist mein First Date mit einem Thermomix und ich habe mir jemand eingeladen und wir machen leckere Brötchen und wir machen ein Mango-Kokoseis, wir machen den berühmten Vorwerk, ne, von Thermomix, diesen Brokkolisalat. Ich habe alles Produkte von Alnatura, ein bisschen also anderen Essig zum Beispiel. Und was haben wir noch gemacht? Einen mediterranen Aufstrich und ich bin ehrlich gesagt ganz in love, was dieses Teil betrifft. Ich bin völlig von der Rolle, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Also einfach genial. Seht selbst. So, hallo meine Lieben. Wir sind wieder mal in meiner Küche und ich habe eine Freundin hier. Und zwar ist sie eine Kennerin und Profi, also mit dem Thermomix. Das ist der TM6, den habe ich jetzt hier. Und zwar habe ich mir den bestellt zum Probekochen für 3 Wochen. Und da ich absolut keine Ahnung habe und ein Frischling und Neuling bin, habe ich mir eine Freundin geholt, die mir den jetzt ein bisschen erklärt. Na? Ja, genau. Genau, und wir machen jetzt ein, was machen wir jetzt? Ein Mango-Kokoseis. Ein Mango-Kokoseis und dann machen wir noch einen Brokkolisalat. So. Jawohl. Und mediterranen Aufstrich, wenn du genau, hast. Mediterranen Aufstrich machen wir noch und ich habe auch schon hier, wartet mal, schaut mal, hier sind schon die Brötchen, die sind schon im Ofen, wir haben auch schon Brötchen gemacht, da lief die Kamera noch nicht. So, auf geht's. Jawohl. Ich bin jetzt hier vor dem Display, ja? Genau. Und wir suchen jetzt, wir gehen jetzt einfach mal mit der Suchfunktion da rein und landen im Cookidoo und machen jetzt ein Mango-Eis. Ja, der wirft jetzt hier alles Mögliche aus. Jetzt können wir uns aussuchen, was für ein Mango. Wir wollten aber Mango-Kokoseis. Ja. Und deswegen nehmen wir das da. Genau, so. Jetzt zeigt das wirklich... Genau. Also So sieht es dann aus. Wollen wir es hoffen, dass es so ist? Ja. Weil das da kenne ich noch nicht. So, und hier zeigt er die Zutaten und die Zubereitung. So. Okay. Also, und es ist einfach. Ja. Dauert 5 Minuten. Gesamtzeit auch 5 Minuten. Und 4 Personen können davon essen. Und dann gehen wir einfach auf Kochvorgang starten. Okay. Jetzt brauche ich 50 Gramm Zucker. Darf ich den nehmen? Ja, dann? Der Zucker steht da. Okay. Also da ist auch eine integrierte Waage. Ja. Jetzt wird der Deckel abgemacht. Ich hätte es auch durch die Öffnung machen können. Ah, jetzt drücke mal hier auf Tara, damit es wieder auf Null ist. Ach so. Ne? So. Also der liegt praktisch im Topf. Jawohl. So, okay. Man kann auch, während man zählt der das mit hier? Ein bisschen viel. Also das ist jetzt so eine Sache, wir machen das jetzt einfach mal so, wie er es sagt. Aber es gibt Leute, die wollen nicht so viel Zucker haben. Egal. 50 Gramm ja, ist doch wurscht. So. Weiter, weil das haben wir ja gemacht. Mhm. So, und jetzt sagt der Deckel drauf. Dann machen wir das einfach. Aha. Und da, also wenn der sagt Deckel drauf, muss auch dieser Messbecher drauf. Genau, weil der hat es gerade gesagt, guck, wenn du hier kannst du zurückgehen. Mhm. Das ist das Ding hier oben. Ja. Und dann machst du das einfach hier rein. Und genau, so, weiter. Und jetzt 10 Sekunden. Ja. Und dann drehen wir einfach, das ist vorgegeben, bis hierhin. Bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag. Und jetzt drehen wir einfach bis zum Anschlag. So. So, und dann macht jetzt mit dem Spatel nach unten schieben. Wo ist der Spatel? Aha. So. Jetzt bin ich gespannt, ob das den Mix verfrischt. Guck mal hier. Geh mal mit der Kamera. Guck mal, so sieht jetzt der... Das ist jetzt der Puderzucker. Also man kauft nie wieder Puderzucker, weil der teurer ist und man kann da auch ein bisschen Geld sparen. Gell? Sensationell. Ja. Also das ist aus braunem Rohrzucker, haben wir jetzt Puderzucker gemacht. Ja. Ich halte es nicht aus. Ja, das ist schon... Wir reden jetzt beide hessisch, ne? Ja, genau. Oh Gott, ja. Wir kommen nämlich aus Frankfurt. Ja. So. Stimmt, voll. Okay, also ich bin eine Frankfurter Mädchen. Nee, ich nicht. Jetzt kommen die 300 Gramm Mangos. Jetzt holst du die sind. Die Mangos holst du jetzt auf den Kühlschrank. Da haben wir und es sind 300 Gramm, die kann man gerade so... Wir haben hier, zeig mal hin, lese mal hin. Wir haben jetzt hier von Alnatura genau... Nur das Beste. Nur das Beste. Das Beste ist gerade gut genug für uns. Ne? Genau, oder 300 Gramm. Ja. Jawohl. So, machen wir da rein. So. So sieht das aus. So sieht das aus. Und das schütten wir jetzt da rein. Okay. Zack. Und das haben wir gemacht. Auf weiter. Jetzt Deckel schließen. Guck, wieder dasselbe. Ja. Zack. Weiter. Und jetzt 10 Sekunden. Achtung, jetzt wird es nochmal laut. Guck, der ist vorgegeben bis hierhin. Und ich drehe jetzt einfach ganz bis dahin. Jetzt ist das fertig hier. Ja. Mit dem Spatel steht er nach unten schieben. Wo ist der? Hier ist er. Das war jetzt ein bisschen laut, weil der knallt natürlich der knallt das gefrorene natürlich. Eis gegen den Edelstahl. Ist ja. Das aber, das waren nur Sekunden. Aha. So, so sieht es jetzt aus. Und dann sagt er jetzt mit dem Spatel nach unten schieben, brauchen wir aber eigentlich gar nicht so. Cool. So. Mm. So. So. Weiter. Ne, weil das haben wir ja gemacht. Ja. Und jetzt kommt die Kokosmilch dazu. Das kenne ich jetzt nicht. Wir haben jetzt hier eine sensationelle Milch. Das ist eine Kokosmandelmilch. So, Achtung. 100, der zählt jetzt hier mit 100
Milliliter oder 100 Gramm? Milliliter kennt der nicht, ne? Der wiegt in Gramm. Und das ist alles in Gramm vorgegeben? Ein. Ach, egal. Perfekt. Sehen wir perfekt. Nicht so eng. Guck mal, perfekt. Hier, Punktlandung. Ja. So, zack. So, und jetzt wieder ein Deckel drauf, ne? Ganz einfach. Zack. Ach ja, das ist idiotensicher. So. Und jetzt lass mich das mal machen. Ja, genau, mach mal. Lass mich mal Sekunden machen. 30 Sekunden. Bis dahin. Siehst du, das ist hier so vorgegeben. Genau. Der singt jetzt wieder. Ja. Drücken so, wir weiter. Weiter. Fertig. Das war's. So, und jetzt gucken wir mal hier oben rein. Guck mal, das ist. So, und jetzt holen wir das raus. Okay. Und dann verteilen wir das einfach hier. Machen wir das mal. Warte mal, hier. Genau, machen wir hier. Nur mit dieser, guck mal hier, das ist jetzt hier. Also, ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, weil diese Milch kenne ich nicht. Ich nehme immer die aus der Dose, die man da so beim Aldi Lidl kaufen kann. Mhm. Warte mal, ich nehme mal, einen Löffel hier. Einen Löffel. Kann ich auslecken. Und dann kann man das jetzt einfrieren oder auch essen. Mhm. Leute, ich kriege einen Anfall. Nein! Ich fasse es nicht. Lecker, gell? Oh mein Gott. Ja. Und soll ich dir mal was sagen? Bananen, schmeiß nie wieder schwarze Bananen weg. Mhm. Die frierst du stückweise ein und schmeiß die einfach in den Thermomix ohne Zucker, ohne irgendwas. Mhm. Da gibst du einfach ein Bananeneis und dann macht er das. Ja. In Sekunden hast du ein cremiges Bananeneis, das ist der Oberkracher. Ich war sowas von geflasht. Und ja, das ist jetzt einfach nur ausgespült. Und zwar mit Wasser. Cool. Ja. Ja. So. Gibt es so eine Bürste? Hast du jetzt keine? Macht ja nichts. Doch, guck mal, die Weiße da. Nimm mal eine. Zack, schwupps. Einfach mit Wasser ausspülen. Ja. Hier, guck, und schon ist der sauber. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt geht's zum... So, lecker. Zum mediterranen Aufstrich. Ich habe den einfach ausgespült mit heißem Wasser. Der sieht dann so aus. Was ist das? Oh, eben sind die Brötchen. Die Brötchen fertig. Sind fertig. Guck mal, so sehen die Brötchen aus. Lass sie doch einfach drin. Mach lieber aus. Ja. Alles auslassen, drin lassen. So sehen die mit selbstgemachten genau. Dinkelweizenbrötchen sind das. Ja, ne? Genau. Vollwert Dinkel. Das Dinkel. Vollwert Baguettebrötchen oder irgendwas. Genau, wir haben so, auch das Dinkel jetzt geschrotet. Okay. So, jetzt gehen wir weiter. Und zwar gehen wir wieder hier hoch. Und dann machen wir jetzt hier wieder die Suchaktion. Und da ich weiß, wie das heißt, was wir jetzt machen, gebe ich das jetzt mal ein. Ich mache jetzt einen mediterranen Aufstrich ohne Knoblauch. Ihr wisst, genau. Meine Zuschauer eigentlich wissen, dass ich keinen Knoblauch mag. Man kann ja Knoblauch noch mit reinmachen. Also es gibt Gerichte, da braucht man das einfach. Guck, das haben wir schon gemacht. Und jetzt machen wir einfach M, da sagt er es schon, mediterrane Käseaufstrich. Zack. Kochvorgang starten. Eine Knoblauchzehe will sie nicht. Nein. Und deswegen gehen wir jetzt gleich auf weiter. Ein halbes Bund Petersilie, das haben wir schon vorbereitet. Zack, da oben rein. Ich schmeiß mal rein, guck mal, was ihr seht. Weiter. Okay. Und der Deckel drauf. Ah. So, weiter. Und jetzt ist hier wieder vorgegeben. Guck, siehst du das? Ja. Zack, bis dahin drehen. 3 Sekunden. Ich nehme immer gekrauste Petersilie. Also das ist mir jetzt auch neu. Mit dem Spatel nach unten schieben. Also du machst das Ding aus immer nur mit dem Silberknopf da, ja? Ja, das ist jetzt hier so quasi... Sieht doch gut aus. Ja, mit Krauser geht's besser. Ach ja. Ja, macht ja nichts. Echt? Ja. Und ich nehme auch mehr. Wir haben jetzt nur so ein bisschen gemacht, aber das ja, ich hatte eigentlich noch Basilikum gekauft, aber sie hat gesagt, das soll nicht rein. Ja, das war dann... So, und jetzt zugeben, 200 Gramm Weichkäse, Feta oder Hirtenkäse in Stücken. Das genau. Haben wir auch schon vorbereitet. Andere Seite. Du kannst auch so machen. Ja? Genau. Ja. Einfach da rein. Ja. So, zack, das ist ein tolles Brett hier. Toll. Das ist das faltbare Brett, das ist der von Joseph und Joseph. Ja. So, das waren nur 175 Gramm, aber ist egal. So, und jetzt sagt er wieder den Deckel drauf. Mal hier zack, schmachen und zack, zack. Huch, das war zu schnell. 5 Sekunden, Stufe 4. Zack. Er zerkleinert jetzt den Käse. Und gleich wieder auf weiter drücken. Jetzt kommt der Frischkäse dazu. Den haben wir hier. Das sind auch 175 Gramm. Aber das macht nichts. Das sehen wir nicht so eng, weil... Ja, und immer auf Tara drücken, damit man auch die Null hier hat. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen... Oh, eine Packung. Ist eigentlich wir machen eine Packung Frischkäse. Wir machen da jetzt die Packung rein und ja, ist nicht schlimm. Manchmal hat man halt ein bisschen weniger im Haus. Aber normalerweise sind in den Packungen...
Eigentlich 200 Gramm drin, eigentlich oder? 200 Gramm drin. Ich weiß nicht. Beim Alnatura sind 175 egal. Drin. Egal. So, weiter. Jetzt brauchen wir Salz. Wo hast du Salz? Das ist das Grüne da. Guck mal. Das Grün, das ist Salz. Da ist Salz drin. Oh mein Gott. Ein Viertel Teelöffel. Ich möchte aber gerne noch was... Mach mal. Ich möchte gerne noch mein selbstgemachtes Rosmarinsalz damit reinmachen. Und zwar nimmst du... Warte mal. Okay. Mach mal... Nee, mach mal... Ich weiß, ich das. Ach so. Daheim. Genau. So, dann so. Machen wir noch ein bisschen. Sag mal halt. Oh Gott. Echt? Mach nochmal. Okay. Ja. Oh mein Gott. Dann? Weiter. Prise Cayennepfeffer. Hast du sowas? Ich will beides rein. Ich will hier von der Cayennepfeffer rein haben. Wir wandeln das ein bisschen ab. Okay. Weh, es schmeckt nicht. Oh Gott. Das wäre jetzt hier gleich drin gelandet. Du wärst gleich die Pfeffermühle da rein. Achtung. So, und jetzt? Salz weg, Deckel drauf. Und das ist schon fertig. Mehr kommt nicht 10 Sekunden, nein. Ich muss Warte mal. 10 Sekunden? Ja. Vermischen. Alter, vermischt das jetzt. Ich wollte nur noch ein Schälchen, wo man das dann reinmacht. Das ist schon fertig dann, ja? Ja. Das siehst du hier oben, hier läuft so eine Leiste und hier siehst du, dass es fertig ist. So. Jetzt gehst du auf weiter und jetzt abschmecken. Jetzt schmeckst du mal ab oder das musst du jetzt machen, wenn du da noch Ich schmecke jetzt mal ab. Also das ist ein bisschen lasch, da muss noch ein bisschen Chili rein. Ein bisschen Chili, okay. Guck mal, ich habe hier noch diese... Spicy. Ja, diese Chili, dann müssen wir ein bisschen drehen. Okay. Gut. Aber der ist so ein bisschen bröselig, ja? Ja, ja, das ist doch der jetzt nur da drin. Wenn wir den rausholen, ist der nicht mehr bröselig. Okay. Jetzt gehen wir zurück. Und vermischen das Ganze nochmal. Ach, das zeigt er von alleine. Einfach hier oben mit zurück und dann kannst du nochmal vermischen. Ach so. Aber eigentlich brauchen wir jetzt hier die 6 Sekunden gar nicht abwarten, weil das ist schon gut vermischt. Weiter. So. Nö, das ist ganz lecker. Ja? Mhm. Okay. Sehr lecker. Gut, dann gib mir mal ein Dings, wo wir das reintun können. Normalerweise. Und jetzt zeige ich euch mal einen schönen Trick. Einfach da Mixtopf drauf, Deckel drauf, da ist jetzt nichts drin, da hat sich nur alles, wir machen beenden, ja. So, und jetzt drehen wir einfach mal ganz kurz hier auf Stufe 12. Eine Sekunde, jetzt geht er wieder auf, weil er öffnet und schließt ja automatisch. So, und jetzt hat er alles, was in dem Messer hing, an der Rand, das geht übrigens bei Teig auch super gut und jetzt kann man nämlich schon ein bisschen was rausholen, was in dem Messer hing. Okay, also das heißt, auf Beenden gehen wir einfach nochmal. Einfach eine Sekunde Stufe, die höchste Stufe. Aha, okay. Und dann ist das, was am Messer klebt, an den Rand geschleudert super. Worden. Super. Und dann kann man das jetzt hier da reintun. Wir machen jetzt den Brokkolisalat. Haben den in Cookie-Doo eingegeben, heute kochen. Und jetzt ist er hier drauf. Und das ist die erste Funktion. Ja. Also wenn man zurückgeht, ne, dann siehst du hier, Brokkolisalat mit Pinienkern, Kochvorgang starten, 250 Gramm Brokkoli in Röschen, das hat sie schon vorbereitet hier, das schmeißen wir jetzt einfach rein. Genau. Die Röschen, so, der eine mag es, das ist übrigens roher Brokkoli, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier ja, ist roh. Es ist gekochter ein Fitnesssalat Brokkoli. Hier roh, ja. Alles ganz gesund. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt hier keine 300 Gramm, keine 250 Gramm sind, ist völlig egal. Ja. So, weiter, eine rote Paprika in Stücken, das hat sich auch schon vorbereitet, zack, hinein. Nein, warte mal, ich zeige euch das mal, so sieht es jetzt in dem Topf aus, ich hoffe, das Licht ist hell genug. Ja, sieht super aus, genau. Jetzt sagt er, ein Apfel groß geviertelt. Aha, jetzt kommt ein Apfel dazu. Jetzt habe ich ihn geachtet, schon auch doof. Also, geviertelt. So, zack, hinein. 30 Gramm Pinienkerne. Die Pinienkerne, die sind da. Toll. Aber das ist mehr als 30. Ja, das, das wiegt der, ne? Ich genau, das wiegt alles rein. Ich gucke hier auf die Waage. Ja, guck mal, und da wiegt der das jetzt ab. So. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn es jetzt hier Punktlandung. So, weiter. 25 Gramm Olivenöl. Das? Ja. Das ist Olivenöl, okay. Ich wollte eigentlich Arganöl nehmen, aber nicht. Nee. Wenn der sagt Olivenöl, dann nehmen wir Olivenöl, weil... Okay. Also wir machen das Rezept. Das ist jetzt ein Vorwerkrezept, oder? Ja, genau. Das ist nicht schlimm. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, nicht schlimm, wenn es 2 Gramm mehr oder weniger sind. Schmeckt trotzdem. 15 Gramm Balsamico hell. Den habe ich nicht. Dann müssen wir jetzt einen anderen nehmen. Gut, dann nehmen wir den. Wir nehmen den Granatapfelballen. Ja. Genau, oder man kann auch Himbeeressig nehmen, oder ihr könnt auch hellen. Wie auch immer. 15 Gramm. Huch. Also der wiegt das hier alles mit. Jawohl. Ne? Macht auch nichts. So, weiter.
Ein Teelöffel Honig, wo hast du Honig? Hier. Ich nehme Ahornsirup. Okay, ja, das geht auch. So, ein Teelöffel. Huch! Oh Gott, war das ein Teelöffel? Das hat er gar nicht gewogen, oder? Ach, haben wir jetzt noch Schnauze. Einen Teelöffel braucht man nicht wiegen. Guck mal hier, 1,5 Teelöffel. Also, pass auf, Senf. Ich habe süßen Senf. Ich habe einen Kühlschrank süßer Senf. Guck mal. Zweite, der müsste da stehen, so ein Glas. Wir machen jetzt hier mal eine Senfmischung. Einmal ein bisschen Löwensenf. Hier, nicht Löwensenf, süßen Senf. Ja. Also das... Einmal süßen Senf rein. Das ist, guck mal, das ist so ein, das ist süßer, so ein süßer Senf. Und dann nehmen wir noch ein bisschen hier von dem mittelscharfen Senf. Ja, mittelscharf, ne? Genau. Aber ich mache jetzt hier nach einer Schnauze. Man kocht ja auch nach Schnauze. Ich meine, der sagt zwar 1,5. Ja. So, Kräutersalz. Das ist das Rapunzel da. Rapunzel. Du machst noch ein bisschen Rosmarinsalz mit rein. Lass dann noch Haare runter. So, ein Teelöffel. Genau, dann... Da kannst du... Ja, nimm mal einen trockenen. Du kannst auch... Weil das klebt, ach, egal, doch dann da dran. Ja, okay. Das stimmt, aber ich rühre jetzt damit um und dann ist egal. Okay. So, zack. So, und dann machen wir noch ein bisschen Rosmarinsalz mit dazu. Rosmarinsalz. Das ist selbstgemacht. Ich liebe dieses Rosmarinsalz aus der Mühle da. Guck mal. Nee. Aus der, hinter dem Olivenöl. Ach, da versteckt sich das Rosmarinsalz, genau. So, okay, Achtung. Ja. Okay. Rosmarinsalz, auch toll. Selbstgemachtes Rosmarinsalz. Klasse. Kannst du übrigens auch alles im Thermomix machen. Ein halben Teelöffel Pfeffer. Pfeffer haben wir auch. Da musst du Mühle nehmen. Ich habe keinen jetzt so. Das steht rechts von dir. Ja. Einen halben Teelöffel, oh Gott. Ach, wir machen das jetzt mal Schnauze. Eieiei. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ein halber Teelöffel ist, weil die sind so... Also ich hätte jetzt schon gemahlenen genommen. Macht nichts. Habe ich nicht. Pfeffer ist gesund, egal. Ich habe immer frischen Pfeffer. Ich habe nichts gemahlen. Ja, das ist toll. So, und jetzt sagt der Deckel drauf. Wo ist der Deckel? Da ist der Deckel. Und das wird nicht matschig, ne? Und dann wird man... Okay. So, Deckel drauf. Zack. Weiter. Ja. Fünf Sekunden. Bis hierhin. Zerkleinern. So, weiter. Fertig. Brokkolisalat servieren. So, jetzt ist die Frage, ob du das so haben willst oder ob du das noch kleiner haben willst. So, guck mal, so sieht das jetzt aus. So, jetzt probier mal. Nimm dir mal einen Löffel und probier mal. Genau, und dann probiere ich, dann kann ich auch noch ein bisschen abschmecken. Das kann man je nach Schnauze machen. Ne? Ich mach mal kurz. So, das ist jetzt dieser Brokkolisalat mit Pinienkernen. Ich habe noch nie so einen leckeren Salat gegessen. Das ist der Hammer. Das war jetzt ihr Erlebniskochen mit dem Thermomix und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen meine Kinder und dann werden die Sachen verspeist. Macht's gut!